Eigentlich sollte heute ein Video kommen, in welchem ich euch eine einfache Methode zeige, THC-Liquid herzustellen. Aber irgendwie war ich am Schluss mit dem Endergebnis nicht so zufrieden. Vor allem der Geschmack ließ viel zu wünschen übrig. Echt schade, weil ich wirklich lange an dem Video gearbeitet habe, aber jetzt muss ich das Thema verschieben, bis ich den ganzen Prozess perfektioniert habe. Ich bin mir aber sicher, dass ihr an diesem Ersatzvideo genauso viel Spaß haben werdet. Unglaublich viele Menschen haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es auf ProSieben einen Beitrag gab, in dem Thilo Mischke Pilze frisst. Viele von euch hat es interessiert, was ich über diesen Beitrag halte. Die ganze Sache scheint ja ordentlich Quote zu bringen, also das Thema Drogen, denn der Gute hat ja schon letztes Jahr LSD getestet. Eine Sache, die ich ziemlich merkwürdig fand, ist, dass das Video auf der ProSieben-Seite, als ich es zum ersten Mal anschaute, hieß: krasser Selbstversuch. Die negativen Auswirkungen von psychedelischen Pilzen. Und jetzt heißt es nur noch: Thilo Mischkes Drogentrip mit halluzinogenen Pilzen. Haben Sie etwa eingesehen, dass die Bezeichnung zu negativ war und haben es deshalb geändert? Nein, denn die komplette Folge heißt noch: fatale Wirkungen von halluzinogenen Pilzen. Oder doch nicht, wenn man dann auf die Folge draufklickt, steht dann da: Thilo Mischke in der Welt des Rausches. Nichtsdestotrotz, fatale Folgen ist in keinem Fall eine akkurate Beschreibung des Ganzen. Thilo hat scheinbar vor allem zu Anfang des Trips keine positive Erfahrung und hat zum Beispiel Angst, dass er stirbt. Also zu Deutsch, er hatte kurz einen Bad Trip. Moment mal, Bad Trip ist ja nicht mal Deutsch. Jedenfalls ist es einer der größten Missverständnisse, einen Bad Trip gleichzusetzen mit einer fatalen Wirkung. Thilo war ja nach dem Trip wieder völlig normal, sein Leben war zu keiner Zeit in Gefahr. Die negative Erfahrung geht ja irgendwann vorbei und in den meisten Fällen ist die negative Erfahrung auf lange Sicht auch eine Bereicherung fürs Leben. Ich kann das aus Erfahrung sagen, ihr kennt ja alle mein Video zu meinem ersten Pilztrip. Holt mich raus, Leute, holt mich aus dem Trip raus. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Ganzen. Es wird sich zu sehr auf diesen Teil des Trips fokussiert und die falschen Schlüsse werden daraus gezogen. Viele haben mir ganz oft kritisiert, dass es nicht gut ist, dass das ein Reporter macht, der nicht so erfahren ist und auch ein bisschen Angst hat. Daran habe ich aber nichts auszusetzen. Die meisten Menschen haben vor so einer Erfahrung gewisse Ängste. Und warum sollte man das nur einen Erfahrenen machen lassen? Es ist doch besonders interessant zu sehen, wie es bei jemandem wirkt, der da noch nicht so viel Erfahrung hat. Und es ist einfach die Realität, dass es viele unerfahrene Menschen machen. Irgendwann muss man es ja das erste Mal nehmen. Und dabei kommt halt manchmal ein Bad Trip raus. Ich fand den Typ, der sein Tripsetter war, hat die Sache ziemlich gut gemacht und hat sein Bestes gegeben, dass Pilze in diesem Beitrag nicht verteufelt werden. Yo, kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Ich habe mir gerade das Pilztrip-Experiment zum zweiten Mal angeschaut. Ich muss sagen, wahrscheinlich war ich sogar ein bisschen zu hart. So sehr wird sich auf den Bad Trip gar nicht fokussiert, also von der Zeit her bekommen die positiven Seiten des Trips ungefähr genauso viel. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich relativ zufrieden eigentlich mit dem Pilztrip-Bericht. Die Musiker jetzt hier? Oder bin ich mir die wieder? Ist es schon wieder dieses Spiel, dass ich mir irgendwelche Leute einbilde? Der Kleine. Oh. Oh. Das war doch Spaß. Oh. Der Pilztrip-Selbsttest war ja nur ein kleiner Teil der Folge und insgesamt muss ich sagen, dass der Bericht extrem sehenswert ist. Er erwähnt auch Dinge wie, dass Pilze bei Depressionen helfen können. Je mehr Beiträge im Fernsehen kommen, desto eher trauen sich die Produzenten auch, die positiven Seiten von Drogen zu zeigen. Der spannendste Teil des Berichts war aber der Teil über die Drogenpolitik in den Philippinen. Es ist einfach viel zu heftig, was Präsident Duterte da anrichtet. Der Typ ist einfach völlig gestört und bis jetzt habe ich noch nie so einen detaillierten Bericht über die Situation dort gesehen. Einer, der interviewt wird, meint auch zu wissen, dass einer der größten Drogenbosse ein enger Freund von Duterte ist. Wenn selbst bei Dutertes gestörter Drogenpolitik die Menschen noch weiter Drogen konsumieren, kann es doch unmöglich sein, dass die Verbote hier in Deutschland die Menschen vom Konsum abhalten. Ja, schaut euch die Reportage definitiv an und abonniert diesen Kanal.